Goethe kannte keinen Geschoneck. Und trotzdem hat er geschrieben, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Cäsar war auch ein bisschen umschwärmt, er sah ja gut aus und war ein toller Typ. Und näher kennengelernt haben wir uns dann im Kulturhaus der Eisenbahner, da haben wir auch zusammengespielt, also erst ich mit meiner Band, dann er. Ja, und dann kommt man ja, Musikanten kommen dann einfach miteinander ins Gespräch. Und er hat Blockflöte gespielt bei einem Stück und irgendwie kannte ich das Stück auch. Und dann sind wir natürlich ins Gespräch über Blockflöte, ich spielte auch Blockflöte. Ja, und dann haben wir eine wunderbare Brieffreundschaft begonnen, was also eigentlich nicht gerade so unter Musikanten üblich ist, dass die sich Briefe schreiben. Und Cäsar hat mir dann geschrieben, Karten geschrieben und Briefe geschrieben und hat mir die Noten geschickt für das Stück. Cäsar war natürlich, das war der Star im Prinzip von Renft. Ne? Das war einfach ein gut aussehender, hochgewachsener Typ und Cäsar war unheimlich nett und charmant. Und er hatte diese wunderbare, warme, tiefe Stimme mit dem leichten Sächsisch und war der Schwarm vieler Frauen, glaube ich. Ja. Meine erste Begegnung war, als ich 1981 in Gera ein Stück inszeniert habe, sozusagen, ich habe als Regisseur gearbeitet, da habe ich lange, lange nach Musiken geguckt, um sie einzusetzen in der Inszenierung. Und nach langer Suche fand ich den Titel von Peter Gläser, Cäsar, wer die Rose ehrt. Wirklich eines der bekanntesten Titel von ihm. Und da konnte ich nicht umhin, diesen Titel zu verwenden. Die Rose ehrt, das ist eine Hymne, das ist ein wunderbares Lied. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Konzerte Ostrock mit Froni Fischer und Pudis und wer da alles mit, die spielen auch dieses Lied. Also das ist schon also für mich eines der schönsten Lieder, die es in der DDR gab. Nach der Wende fuhr ich von Berlin nach Leipzig und da steht jemand neben mir und sagt zu mir, ey, du bist das doch, oder? Ich sage, ja, nur hier. Dich kenne ich. Polizeihof. Sag ja, die haben mich lange gespielt, stimmt, ja. Ja, mit langen Haaren, blonden Locken. Na, ich bin Cäsar. Das gibt's doch gar nicht. So, und so sind wir uns dann persönlich ins Gespräch gekommen. Und das war wirklich so, als würden wir uns ewig kennen. Vor einem Jahr hat Cäsar ein Konzert gehabt, eines seiner letzten Konzerte in Berlin und dann bin ich da vorbeigegangen und mach die Tür auf, ganz leise, und was spielt er? Wer die Rose ehrt. Genau in dem Moment. Und das ist so verrückt gewesen, dass ich dachte, also ich muss ehrlich sagen, mir standen die Tränen im Auge. Das letzte Mal, als ich dann besucht habe, da hat er plötzlich kurze Haare. Weißt du was, ich schneide mir die Haare einfach selber ab, bevor ich zu dieser Chemotherapie gehe, und damit schneide ich sie ab. Er war nicht nur der Musiker, sondern war darüber hinaus auch so ein Philosoph halt. Der Cäsar, der hatte noch ein Buch geschrieben, was ich ganz toll finde, Wer die Rose ehrt, ist seine Autobiografie. Sehr gut geschrieben, finde ich, sehr ehrlich geschrieben. Und es ist ein sehr schönes Bild drin von Cäsar und mir und das gefällt mir besonders. Das wird sein, wenn's sein wird. Und Mensch ehrt. Naja, das war, wie bei vielen Menschen, die plötzlich sterben, wie schnell das gehen kann. Und man sich dann ärgert auch.
und denkt, wir haben so manches miteinander verpasst. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon.